Hallihallo, Hallöchen. Heute spielen wir Starbound. Momentan befindet sich Starbound noch in der Beta-Version Furious Koala. Sprich, es werden in nächster Zeit noch einige Inhalte dazu gepatcht, aber... Ja, wir fangen einfach mal an. Ich habe schon mit anderen Charakteren etwas gespielt. Mein Hauptcharakter ist schon recht weit, ist schon auf den höchsten Planeten, hat schon die beste Rüstung und sowas. Aber wir beginnen jetzt einfach nochmal einen neuen Charakter. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Menschen. Die Floraner mag ich eigentlich am meisten, auch vom Aussehen von ihrem Schiff her. Was war denn für eine schöne Hautfarbe? Nehmen wir dieses grünliche. Erstmal müssen wir die Haare ein bisschen was ändern. Das gefällt mir noch so gar nicht. Nö, nö. Vielleicht. Vielleicht. Nö, nö. Irgendwie tue ich mich in jedem Spiel schwer, so einen Charakter zu erstellen. Rosa am Kopf? Nee, auch nicht. Bohne möchte ich jetzt auch nicht. Eine Erbsenschote möchte ich auch nicht am Kopf haben. Lange Haare? Nein, heute nicht. Was haben wir denn für schöne Farben? Rote Haare? Oh, nicht verkehrt, ne? Hosen. Ja, ruhig ein bisschen beinfrei, ne? Shirt kann ruhig schwarz bleiben, dann hätte ich die Hosen aber auch gerne dunkel. Oder nicht? Rosa Haare, nein. Wir bleiben einfach bei Rot. Wir wollen aber nicht Hobson heißen. Wir nennen uns Nakota. So wie ich auch in gewissen anderen Spielen heiße. Meistens meine Todesritter haben den Namen. Aber ja. So, Nakota, wollen wir mal. So, jetzt sollen wir erstmal unseren Meta-Manipulator einpacken. Taschenlampe brauchen wir. Braucht man nicht ganz da vorne. Ich habe lieber die Waffen auf dem Schnee. Ja, die packen wir einfach dahin. Das ist das Slot ja da. Weizen werden wir noch nicht brauchen. Fackeln sind immer gut. Und die ganzen Samen lassen wir mal hier oben. So, wo sind wir denn? Erstmal schauen, bevor wir uns runterbiegen. Waldbio. Ah, mit Säure. Sehr schön. Bäume fällen mit diesem Meta-Manipulator macht natürlich besonders viel Spaß. Es geht ja besonders schnell. So, als würde man den Baum böse angucken. Er würde freiwillig umfallen. Na komm, wackelt's doch schon. Ja, danke. So. Da bauen wir's. Lassen wir 35 Woodplanks. Craft. Na. Komm her.
her und trau dich. Was jetzt auf... Aua! Komm. Da. Fällen wir uns. Den brauchen wir auch noch. Oh, zittere bei meinem Anblick. Ich weiß jetzt nicht, ob uns die Viecher da drüben freundlich sind. Wahrscheinlich eher nicht. Bleiben wir erstmal ein bisschen am Abstand. So, jetzt brauchen wir gleich noch ein bisschen Cobblestone. Ach, die sind in der Säure dort gestanden. Scheiße. Irgendwie diese kleinen Säurepfützen, die man nicht so wirklich sehen kann auf den ersten Blick. Ich bin irgendwie immer so unachtsam. Ja, komm, wir wollen auch noch. Hier noch ein bisschen. So. Achso, den Crafting Table wollten wir erstmal aufstellen. Dann werfen wir hier drauf. Wo haben wir es denn? Eine Axt. Brauchen wir noch 10 Wood Planks. Spitzhacke haben wir. Eine Axt brauchen wir 10 Cobblestone. Die bauen wir jetzt erstmal mit der Spitzhacke ab. Da geht auch ein bisschen flotter. Halten wir uns mal schön von der Säure da unten fern. Wir haben auch direkt schon ein bisschen was Kohle versteckt. Die sacken wir uns natürlich auch mal direkt ein. Crafting Table. So, was haben wir jetzt gesagt? Die Axt. Axt. 13 Wurden. Na, nein, extra Wurden natürlich nicht. So viele wollen wir ja gar nicht. Machen wir erstmal 45 Wooden Planks. Bauen uns dann schon mal eine Axt. Metal Manipulator brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht mehr, denke ich. Kohle packen wir uns dahin. Den Kram brauchen wir eigentlich auch nicht oben dran, aber ja, lassen wir erstmal. Was braucht man noch Schönes? Als nächstes könnten wir uns doch gleich... Da braucht man ein Campfire für. Machen wir uns aber das Campfire. Haben wir jetzt hier den Furnace. So, haben wir den auch. Jetzt nehmen wir uns erstmal wieder unsere Werkbank mit, würde ich sagen. Ich mache mir gerne immer so an den Spawns, wo man auf die Planeten kommt, eine Markierung. Dann weiß ich immer schon mal, dass ich da gewesen bin und weiß auch, wann ich so umrundet habe. Teleportieren uns erstmal wieder hoch. Unser Schiff. Und hier platzieren wir jetzt mal erst unseren Ofen, unsere Werkbank. Ich brauche hier auf jedem Planeten, wo ich lande, so ein Kram. Vielleicht lieber schön parat im Raumschiff. So, wie ging es denn jetzt noch weiter mit der Metal Workstation? Irgendwann, glaube ich. Dazu brauchen wir erstmal die Eisenbarren. Ja.
Bett. Bett können wir uns auch schon mal bauen. Na komm her. Ach stimmt, das ist komplett davor, Entschuldigung. So. Schlaf mal schnell eine Runde, bis unsere Lebensenergie wieder voll ist. Ach, dauert das echt immer so lange. Das reicht erstmal. Wir werden sowieso hin und wieder mal sterben. Gucken wir einfach mal so, was auf dem Planeten hier so los ist. Wir hoffen, dass ihr friedfertig seid. Ah, okay, selber schon mal nicht. Oh, hier sind immer direkt ein bisschen mehr Holz mit. Werden wir später noch brauchen. Du bist auch böse gewesen, ne? Genau. Ich hau und geh weg. Ach, ja, hallo. Ich bin wirklich voll der Experte im Kämpfen, wie ihr seht. Bauen wir mit. Den Baum. Und läuft schon wieder Vieh. Ich fürchte mal fast, das wird uns gleich umbringen. Halte ich nicht vor in die Säurefalle. Das sind sogar zwei. Noch mehr. Ach, wir lernen dazu, ne? Friedlich? Nicht friedlich. Oder? Stimmt doch einfach. Ich traue euch nicht. Ihr schreit nur, wenn der unten stirbt. Oh, gut. Nein, böser Vogel. Ach, scheiß Dreck. Ja, neue Samenpflanzen. Neues Leben. Viele Pixel haben wir eh noch nicht verloren, von daher. Das ist jetzt nicht so tragisch. Bitte auf zu sterben, Mensch. Na komm, spring dann nochmal. Ah, ich muss rechnen, bitte. Du warst friedlich, aber du warst nicht friedlich, ne? So. Ich lasse mich doch nicht immer von euch töten hier. Wäre noch schöner. Säure, vorsichtig. Schnitzel. Oh, welchen Kupfer, das wir direkt mal mitnehmen werden. Ach, was sind hier viele Viecher unterwegs. Ah, so schnell bin ich nicht. Lass mir noch ein bisschen Zeit zum Hauen.